Willkommen zurück. Guckt euch mal den schlafenden Mario an. Das Komische, finde ich, an der Sache ist, der Sprite ist ja genommen, also die Grafik, für die, die nicht wissen, was ein Sprite ist, wir denken an Z-Denken, da gibt es was zu trinken. Ist ja entnommen aus Super Mario, aus Mario Luigi Superstar Saga und das ist halt Marios besiegt Animation. Wenn Mario auf 0 KP fällt und runter, also auf den Boden fällt. Und das ist einfach mal das. Also für mich sieht er auch gar nicht schlafend aus, sondern immer besiegt. Vor allem seine Augen sind ja auch so zugegriffen, ist ja nicht so, keine Ahnung, könnte ja auch anders aussehen. Selbst so würde er eher schlafend aussehen, ich weiß es nicht. Aber, wie wäre es, wenn wir erstmal fett in einen Lava-Level reingehen? Mit ganz viel Lava. Leafy Lava Land, okay, hat 5 Shine-Sprites und macht Galaxy-Musik und 6 Star-Coins mal nicht. Wir können erstmal hier da direkt mal hin. Erinnert mich ein bisschen an das Bowser-Level, was wir schon mal gesehen haben. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Was haben wir denn wieder? Hintergrund, oh Gott. Das ganze Ding hier reißt zusammen. Ja gut, das haben wir überstanden. Leafy Lava Land? Das ist glaube ich nicht mal... Ich glaube, das ist ein Level, was aus Super Mario Galaxy nachgemacht. Das kann das sein? Nicht mal aus Mario 64. Also von der Musik ja sowieso. Ich glaube auch vom Aufbau des Levels selbst. Ja. Ah, okay. Wo muss ich hin? Todd's Fortress. Ich bin jetzt am Bullies Tower vorbei. Oh. Die habe ich, aber zu welchem Preis? Au. Schmerz auf jeden Fall. Was haben wir denn da drin? Die Kruhe. Hitze. Oh, mein Wasser. Oh, mein Wasser. Jetzt sehe ich's. Boah, hier drin läuft das auch ein bisschen spackig, das Spiel, ne? Okay. Ja, die Hitze lässt mein ganzes Wasser verdunsten. Ich glaube, das stand da ungefähr. Während ich noch die Infobox gelesen habe, ist auch noch passiert. Boah. Alter, was ist in diesem Level los? Es läuft ja richtig langsam hier drin. Es steht ja unten auf der FPS-Zahl. Ne? Wenn du es lesen kannst, können die Flammen dich nicht berühren. Ja, das macht keinen Sinn, aber es funktioniert. Okay. Ja, jetzt haben wir also doch kein Flat. Also, er bringt uns nichts. Ich konnte irgendwie nicht richtig springen gerade, ne? Macht nur so geringe, ne? Jetzt macht er nochmal einen Sprung. Die Frage ist, will ich dahin? Ja, zumindest das hier. Damit kann ich in Lava rein, glaube ich, ohne Schmerzen zu erleiden. Ups. Ja, seht ihr. Ach, muss ich auch. Was macht der Knopf? Was macht der Knopf? Ne, ist mal ernsthaft. Ah, das macht der Knopf. Und mein Metall verschwindet damit wieder. Nein, nein, nein. Ja. Komm schon hoch. Was steht hier? Konfuzius sagt, gute Sachen passieren denen, die warten. Okay, Konfuzius, wir müssen ja richtig im richtigen Timing springen. Mist. Ey, ich habe das Timing noch gar nicht raus. Jetzt dürfen wir es hier von vorne machen. Konfuzius, mein Arsch, Alter. Ja, wir müssen im richtigen Moment abspringen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung natürlich gehabt, wann der richtige Moment ist. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ich weiß ja, ich habe ja viel Zeit, außer ich falle ja immer runter, so richtig fett. Man kann die auch nicht zerbrechen, das dachte ich, das würde man auch können. So, jetzt müssen wir wirklich warten. Dann abspringen. Ach nein, wir warten hier. Oh Gott. Wir müssen wirklich hier warten. Das ist nämlich eine Plattform, die dann auftaucht und uns darüber trägt. Okay, damit ist das doch einfacher. Yeah. Was für ein fieses Level das doch ist. Das trägt uns nach draußen. Nö, ja doch. Da müssen wir wohl hin. Oh, fuck. Boah, vor allem die Musik so. Fängt an. Wir tun alles, um diese Starcoin noch zu kriegen. Ja, die habe ich. Ob ich das überlebe, ist noch eine andere Sache. Ja, super Plattform, super. Geil. Weil Mario so doof rumhüpft, wenn er einmal getroffen ist. Boah,
Ich mag dieses Lied total. Ich mag nur nicht, in welchen Sommer es benutzt wird. Okay, aber wir haben es so weit geschafft. Wir sind draußen. Okay, ich wollte schon sagen, der Weg ist zu, jetzt nicht, dass gar nichts passiert ist. Oh, damit haben wir unsere Shine-Sprite. Sehr schön. Boah, das war ein ganzes Stück Arbeit, muss man schon sagen. Was macht der Totter links? New Highscore. Genau 100 Münzen, sowas. Was ist mit dir verkehrt, Jung? Spider-Tot, Spider-Tot, oh Gott. Ja, die Witze sind sehr gering. Also nicht sehr gering, sehr tief, meine ich. Das war nicht mal das, was ich machen soll. Ich sollte den Bully Tower machen. Ey, da waren wir ja sogar, ne? Nur mal so, wir sind einfach dann vorbei. Aber ich kann zumindest den Flat wieder auswählen. Hier ist der Bully Tower doch. Okay, der Bully hat echt alles geschafft, was er wollte. Wahrscheinlich mich sogar komplett umzubringen, oder? Da ist doch der Bully Tower, ich weiß nur gar nicht. Okay, war ich hier schon? Hier war ich aber gar nicht, ja. Gucken wir mal da oben so. Ganz schön wenig Level, ja. Okay, hier gibt es auch irgendwie die roten Münzen. Ziemlich strukturiert, muss man sagen. Ja, ne, die will ich aber gerade nicht. Aber ich habe was anderes gesehen. Da. Du hast 40 Star-Coins gesammelt. Ist ja nice. Moment, das schaffen wir da hoch. Oder auch nicht. Guckt euch Mario an, Alter. Guckt mal, wie das Spiel einen Fick drauf gibt, dass ich überhaupt gerade mich da hochbooste oder sowas. Nix. Nichts. Ich springe dann einfach ins meinen eigenen Tod rein. Oh, komm, gib mir den Flat. Der ist 100-mal besser. Der ist wenigstens ein bisschen zuverlässig. Jetzt bin ich tot. Mama mia. Ey, das Spiel ist... Mann, Alter. Das ist ein richtiges Desaster gerade. Die Steuerung macht auch, was sie so will. So, gib mir dann das. Ich weiß noch nicht, wofür ich das brauche, aber irgendwas wird das ja schon... Aus irgendeinem Grund super nicht auf der Plattform gelandet. So, das bringt mich wieder zurück. Ah. Boah, ich werde wahnsinnig in diesem Level. Das ist echt so ein Wahnsinn-Wert-Level. Wahnsinnig-Wert-Level. So, ich nehme es. Wie kann ich Schaden nehmen? Ich bin doch aus Metall. Eigentlich sollte er einfach sterben, aber gut. Keine Ahnung, der kann. Der Pfeil zeigt nach runter, deswegen. Ach so, damit ich mir die Kacke da holen kann. Oh Gott, gut. Gut, aber die gute Nachricht, ich glaube, in diesem Level sind diese roten Münzen. So, hier sind ja auch nur rote Münzen. Wisst ihr was? Komm, sammeln wir die roten Münzen einfach. Wir sind eh schon so gut dabei. Und schon 7 Stück. So kann ich Schaden nehmen. Also ich bin ja für die Mission mit dem Bully Tower eh total falsch wohl. So, wo ist die ich noch nicht gesammelt habe? Hier, ne? Ja, jetzt haben wir die halt uns gepackt. Ist auch okay, denke ich. So. Und wir gehen trotzdem mit dem Fahrstuhl rauf dabei. Wieso ist der jetzt sauer? Die Tots, die ändern sich immer. Das ist echt bemerkenswert. Bleib doch mal stehen. Ah! Ich habe eine Flamme berührt. Jetzt laufe ich hier unkontrolliert rum. So als Mario Sunshine hätten wir das mit unserer Wasserdüse löschen können und eine blaue Münze bekommen. So, immer euch die Mission, die ich eigentlich machen sollte. Vielleicht gehen wir mal jetzt hier hoch. Mal gucken. Yeah, wo zur Hölle werde ich landen? Ich habe Schaden genommen. Was ist das wirklich wert? Ach, das ist der Tot Tower, oder nicht? Oh, hi, bist du ein neuer Rekrut? Du bist nicht, also bist du nicht? Okay, dann geh rein und rede mit General Tot. Er wird dir was zu tun geben. Ey, ich schieb mich doch nicht weg. Cool. Okay. Was mit euch? Punkt, Punkt, Punkt. Willkommen zum Torch Fortress.
Es ist einer der wenigen sicheren Orte hier in Little Loverland, seitdem der Bully Todd Krieg gestartet ist. Die Todd sind im Krieg. Wer hätte das gedacht? Oh, hi Mario. Weiß, Schwimmen ist großartiges Training. Warte eine Minute, ich bin unter Wasser, wie kann ich denn reden? Oh mein Gott. Ist einer von euch General Todd? Du wunderst dich wahrscheinlich, warum wir das Wasser zum Fließen bekommen haben auf der Wand, oder? Oh fuck, jetzt habe ich den Text übersprungen. Ah, das denkst du, das ist einfach die ganzen Physikgesetze hier, keine Ahnung. Für die letzten, seit den letzten Jahren sind die Tots und die Bullies, achso, haben die, sind, ich kann nicht übersetzen, tut mir leid. Die letzten Jahre haben die Bullies und Tots in Frieden miteinander gelebt, aber seit diesen 5 Shine Sprites sind die Bullies irgendwie böse geworden. Der Bully-Tot-War-Krieg, Lizenz sind BTW, hat gestartet. Und geht jetzt. So, aber ein Ende ist in Sicht. Einer von den Todd Squadrons hat es geschafft, den Bully Tower zu übernehmen. Er hat diesen Schlüssel gefunden, also da reinzukommen. Die Bullies Tür ist, ja, unlocked. Was ist immer unlocked? Nicht abgeschlossen. Freigeschaltet, keine Ahnung. Wir haben niemanden dran, um reinzugehen. Du musst endlich diesen Krieg bitte, beenden. Außerdem kriegst du einen Schanzbeut. Okay, wie komme ich zu diesem Bully Tower hin? Weil das ist ja, glaube ich, meine Mission, so wisst ihr, aber. Oh, das wollte ich nicht. Echt keine Ahnung. Scheiße, hier fliegen die Dinger kurz und herum. Ist das der Bully Tower? Nein, das ist was viel Besseres. Eine weitere Starcoin. Ist das der Bully Tower? Und hier war ich ja noch nicht. Das ist auch eine Tür. Und hier sind Bullies. Oder man geht hier hin. Ich habe keine Ahnung. Na, gucken wir erstmal hier. Das sieht doch nach. Oh ja, das ist auf jeden Fall der Bully Tower. Hm? Okay, wir stürmen das Ding jetzt. Vielleicht nehmen wir uns das noch. Dann haben wir 100% auf unser Wasser. Tada, hab abgekürzt. Aber ich will nicht abkürzen, sind ja vorbei Starcoins. Okay, jetzt kann ich mit Sicherheit abkürzen, glaube ich. Wow, wieso konnte ich jetzt wieder zweimal springen? Ich wollte es noch nicht mal. Ich habe es nicht mal probiert, zweimal zu springen. Einfach dieses Spiel. Okay, das lief gerade noch mal so gut. Das schaffen wir noch, ja. Oh, du kannst mich nicht von dieser Plattform unterstoßen. Jetzt, wo ich Bowser Shinesprite habe. Shinesprite. Habe ich Shinesprite gesagt? Ich weiß nicht mehr. Als ob das schon der Bully Tower war. Ich dachte, das würde viel größer hier drin sein. So. Ende mit dir, Fräulein. Da haben wir das gute Stück. Ja, ja. Wow. Nice. Das wäre der Tod an der Wand. Ja gut, Kinder, Freunde, Kinderchen. Im nächsten Part haben wir, für den nächsten Part haben wir auch 2 Sonnen zu sammeln und 2 Starcoins. Hoffentlich schaffen wir auch beides. Und, erstmal schlafen. Nein, okay, doch, sowieso schlafen, sobald ich, keine Ahnung, positioniere mich einfach mal hier zum Schlafen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann hier wieder und machen die weiteren Sterne. Oder Shine Sprites, je nachdem. Oder Sternmünzen. Bis dann.